Hallo und herzlich willkommen zu Retro Ausgepackt. Hallöchen! Heute sind mal wieder Amiga-Päckchen dabei. Also, dabei, heute alles steht unter Amiga-Motto. Und wir haben da so 1, 2, 3, 4, 5, 6 Päckchen kleiner und mittlerer Größe. Kleiner und mittlerer Größe, jetzt werden die schon nach Körnung sortiert. Genau, gucken wir mal, was da so drin ist. Und wir fangen an mit dem ganz hier oben. Und, wir fangen oben an, das ist immer gut. Wir fangen oben an. Das ist so, wie wenn du einkaufst und sagst, so, ich brauche Dose da aus dem Stapel. Ich fange aber ohne an. Genau, wir nehmen von ganz von unten. Ja. Warum müssen wir denn mit dem da anfangen? Denn genau, das haben wir nämlich geschickt bekommen von einem geneigten Zuschauer, der Priot, spricht sich das glaube ich aus, also vom Marcel ist das Ganze. Ist, das heißt Priot. Priot? Priot? Nee, Priot. Ich weiß, dass Priot? Es Priot ist. Das sind DSA-Spieler. Die Prioten. Ah, okay. Die stehen auf den Gott Praios. Ah, also es ist ein Priot, ein Praiosier. Ja, genau. Also es ist von Marcel und wir gucken mal, was da so drin ist. Genau, DSA, hast du eine Ahnung, was das drin ist? Also, DSA, habe ich was? Also ich habe eine Ahnung, was drin ist, zumindest was drin sein soll. Hat er gefragt, ob wir das haben wollen. Und, okay. Genau, DSA, du spielst das ja gelegentlich. Ja, gelegentlich. Der Markus ist immer noch der Meister und... Herr und Meister. Ja, und eigentlich, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass wir nicht sofort sterben. Also, das ist wirklich, wir bringen uns selber um. Also, beim letzten Abenteuer war es so, er hat uns ordentliche Gegner entgegengebracht. Und bei DSA ist es ja so, du musst möglichst niedrig würfeln, um zu treffen und so. Genau, DSA, das schwarze Auge, Pen and Paper Rollenspiel für alle. Wir reden nicht von dem Computerspiel, den diversen, sehr guten, sondern auch von dem sehr guten Pen and Paper. Genau. Und es ist ja so, das sind dieselben Würfel wie bei D&D. Mhm. Und bei D&D ist ja umso höher, umso besser. Genau, bei DSA und bei ist die niedrige. Ist genau so. Und es waren irgendwie den ganzen Abend nur D&D-Würfel. Okay, 16, 18, 19, 18, 16, 17, 18. Und wenn du unter 14 kommen musst, ist es irgendwie ein bisschen blöd. Genau. Und deswegen war es irgendwie so... Okay, wir treffen einfach nicht. Okay, wir wollen parieren. Nein, wir sterben. Wir sterben. Also es war wirklich eine fortlaufende Katastrophe, weil wir einfach unglaublich schlecht gewürfelt haben. Und der Markus hatte echt Probleme, uns irgendwie am Leben zu halten. Nicht sofort. Ich habe ja mal ein Abenteuer, ich glaube, da warst du da dabei, D&D gemacht, wo der Endkampf kam und dann war plötzlich die Party tot. Und ich da so, was denn jetzt? Und ich habe uns ja irgendwie, habe ich dann mir ein Hanebüchene, wie sie dann im letzten Moment doch noch den Endgegner besiegt haben und habe ins die Hälfte der Party wiederbelebt. Und das ist ja alles nicht so einfach. So, also, wir gucken mal, Marcel offensichtlich auch ein DSA-Fan, was denn da so drin ist. Und es ist ein Päckchen. Und ein schweres noch dazu. Oh, nochmal extra. Also hat schon sehr sorgsam eingepackt. Ja. Ich erkenne noch nicht, was ist. Es sieht aber spieleschachtelmäßig aus. Nee, ist kein Spiel. Ist kein Spiel? Okay. Ja. Es ist nämlich... Das ist eine Schachtel, ja. Deluxe Paint 4. Wir hatten neulich ja Deluxe Paint 3 in Schachtel ausgepackt. Jetzt... Deluxe Paint 4, auch in der, hatte ich bislang nur in der, halt irgendwo bei einem Amiga mal dabei gewesen. Edition. Wollte schon sagen, weil das Handbuch mit der Nofret Hete, hätte ich fast gesagt, das kommt mir sehr bekannt vor. Wie heißt der? Danke, ich hab's schon, ich hab's, oh Gott, das wird, nicht, dass ich auf der Ausstellung war in Köln, ne? Gott, das will. Ja, also die Variante ist auf jeden Fall deutlich seltener, hat mir noch gefehlt, vielen, vielen Dank. Und wir gucken es uns jetzt natürlich auch im Detail an. So, ist das eine Edition für Business oder gab es da nur eine Edition für einfach alle? Da gab es nur eine Edition. Okay. Also, das ist jetzt sogar die, also sogar die Paint 4, die AGA-Version. Es gab nämlich Deluxe Paint für. Sag doch mal, was es ist. Deluxe Paint, ein Grafikprogramm, die Killer-Applikation damals für den Amiga von Electronic Arts. Super für Pixelgrafiken geeignet, auch heute noch. Durchaus, wenn man so Pixelgrafik machen will, ein sehr, sehr gutes Tool. Mhm. Gibt als neueres, D-Paint wurde irgendwann nicht weiterentwickelt, gibt es Personal Paint, aber habe ich auch selber mitgearbeitet. Auf jeden Fall eine super Anwendersoftware. Mhm.
Auch im kommerziellen Bereich, das ist das Standard-Tool quasi. Genau. Deluxe Paint 4 gibt es auch in einer AGA-Version. Das ist die hier, die kam erst, also erst kam die Paint 4 raus und dann kam die AGA Amigas, die 256 Farbgrafik und so weiter. Und dann wurde das eben erweitert, dass es diese Grafikmodi auch unterstützt. So, so sieht es von hinten aus. Das gibt auch so eine, man kann ja Animationen machen mit D-Paint. Ah, okay. Und hier gibt es jetzt so eine Lighttable-Funktion, dass wo du dann durchsetzen kannst. Wo du das alte Bild durchscheinen lassen kannst, um quasi drüber zu malen. Neue Animationsfunktion. Genau. Dann schauen wir mal, dann was. Gucken wir mal, da war noch ein gelber Aufkleber, was steht denn auf dem da? Ist nicht kompatibel mit der D-Paint 3 Deluxe Video 3 Bonus Utility Disc. Okay. Ich dachte aber jetzt noch irgendwas nee, mit besonderen Herausforderungen. Nee, wie heißt das? Anforderungen an den Dings. Genau. Dann lass mich doch mal, du liest mal da. Genau, hier war noch, hat noch geschrieben, hallo Dennis, bitte denke nicht, dass ich meinen Müll bei dir abladen will, aber dieses Buch ist nur Füllmaterial. Ich hoffe, du hast noch Spaß an der Software. Ich verfolge jedes deiner Videos. Bitte macht weiter so. Schöne Grüße, Marcel. Ja, vielen Dank. Aber für mich ist das auch kein Füllmaterial, sondern es ist das große Amiga-Jahrbuch, offizieller Katalog. Commodore Technik Support. Der ganze Kosmos von Amiga, von Commodore. Also das ist doch hier also weit von Füllmaterial entfernt. Was haben wir denn da? Die ganze MS-DOS-Welt, Amiga 2000. Offizielles Commodore-Buch offensichtlich. Von der Commodore Büromaschinen GmbH. Ja, Awards, Desktop Publishing, Druckerei auf dem Amiga, Musikmaschine, was man so alles machen kann. Ruf doch mal die 249 bitte auf. Seite 249, kommt sofort. Schon allein die Überschrift hat mich überzeugt. Die muss der Dennis gleich in seinem unnachahmlichen Timbre hier mal raushauen. Die Erfolgsmaschine. Amiga-Produktpalette wächst. Auf der CeBIT in Hannover präsentierte Commodore zwei neue Modelle der Amiga-Produktlinie. Den Low-Cost Amiga 500 als ersten 16-32-Bit-Heimcomputer mit vielfältigen Möglichkeiten und den viel diskutierten Amiga 2000 als MS-DOS-Amiga für professionelle Anwendungen. Also das Low-Cost Amiga klingt ja sehr überzeugend. Ja, aber dass der Amiga 2000 hier so offensiv als MS-DOS-Amiga, also da war eine Software-Disketten-Emulation, also Software-Emulation von MS-DOS dabei, Transformer. Und später kamen dann diese Brückenkarten noch. Aber das schien für die im Sinne von, die haben ja auch in Deutschland auch Commodore PCs und so weiter gefertigt. Und der Amiga 2000 ist ja auch hier ursprünglich entwickelt worden in Deutschland. Und gesagt hier, also damit, wenn wir den irgendwie verkaufen wollen, dann muss der MS-DOS können. Das finde ich ganz interessant, ja. Dass die das als Werbemaßnahme dann noch so anpreisen, ja. Ja, und aus meiner Sicht auch ein großes Problem des Amiga, dass selbst die Firma gesagt hat, ja, hier, okay, wir fördern nicht die Entwicklung von besserer von Software, uns. sondern oder schreiben selber eine coole Textverarbeitung, die besser ist oder wie auch immer, sondern das muss halt im MS-DOS laufen. Also auch damals war es schon, 87 war quasi der Zug schon abgefahren, PCs sind es einfach. Und als die dann auch Grafik und Sound konnten, war es dann rum. Ja, also, eine sehr schöne Ergänzung. Jetzt gucken wir, was ein schönes Füllmaterial. Genau, gucken wir, was hier noch drin ist. Hier haben wir die Disketten. Ja. D-Paint 4 AGA Diskette 1, 2 und 3. Dazu gibt es diverse also Werbung hier. Deluxe Paint 4 Video Guide. Important Information, Registriernummer, kann man noch zusätzliche Fonts, Quick Reference, Handbucherrater, Registrierkarte, genau. Genau, und wo du bei Handbucherrater bist. Das dicke Handbuch. Sehr schön mit Ringbindung für so einen Anwender. Und auch noch gut in Schuss. Also ich habe einige Ringbinder, auch aus dem Alter, die sind nicht mehr so gut in Schuss. Ja. Also eine sehr ausführliche Anleitung. Guided Tour. Na, da kommen auch mal Farbbilder. Ja. Sehr schön. Sau gut. Vielen, vielen Dank. Ja.
kriegt einen Ehrenplatz in der Sammlung. Mhm. Und das Amiga-Jahrbuch natürlich auch. So, dann. Sehr gut. Dankeschön. Nochmal. Wir lächeln nochmal die Kamera. Vielen Dank, mein lieber Marcel. Genau, Dankeschön. So, dann kommen wir jetzt zu Sachen, die ich mir zusammengekauft habe. Und du fragst immer so schön, wo kommen Sachen her? Ja. Hier haben wir jetzt etwas, jetzt kommen wir wieder in den Spielebereich. Das ist aus Italien. Mhm. Gucken wir mal, was da so. Italien über ein Auktionshaus deines Vertrauens. Genau. Ja. So, wenn du Sachen mit Versandkosten aus Italien günstiger kriegst, als wenn du es hier nimmst, passiert gelegentlich. Ich habe letztens, also so peinlich es ist, und das tut mir auch in der Seele weh, habe ich Schrauben aus China bestellt. Weil sie günstiger waren, trotz Versand, als hätte ich sie hier gekauft. Ist schon merkwürdig manchmal. Ja, gut, die machen da halt große Sendungen, die haben da einen Container und dann kommt der Container und dann ist es wieder günstiger. Und dann muss ich zugeben, war auch mein ökologisches Bewusstsein, fand ich zumindest nicht ganz so schlimm, weil wenn der ganze Container vollkommt. Ja, und es ist ja keine Einzelsendung mit, keine Ahnung, Flugzeugen, Gott weiß was, sondern große Menge. Und da wir jetzt auch nicht mehr die Riesenstahlwerke hier haben. Was machst du da gerade? Ich versuche es auszupacken. Sehr verzweifelt. Wir sind hier bei Retro ausgepackt, Hagen. Das ist ja gut. Vielleicht sollen wir es umbenennen in die Verzweiflung des Dennis P. So, also, es ist ein SSI-Strategiespiel. Ah. Conflict Middle East. Über das haben wir schon mal geredet, kann das sein? Nee, wir haben über Konflikt Korea. Ah, wollte schon sagen, es kam mir jetzt bekannt vor, ja, okay. Ja, das ist jetzt Konflikt Middle East, 6. Oktober 73, with the roar of Arab artillery, the very existence of Israel was threatened. Ha. Der, war das der Sieben-Tage-Krieg? Sechs-Tage-Krieg? Jetzt hast du mich verwirrt. Der Paar-Tage-Krieg. Oh Gottes Willen, Israeli Wars, 1973 bis Fragezeichen, ja, ich würde mal sagen, bis heute eigentlich, bis dato. Leider. Ja, also gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, auf die Verzweiflung, da ja. Genau, das Interessante ist ja, wo, es ist ja, wir haben ja ganz viele Konfliktsimulationen oder, also Konfliktsimulationen, Kriegssimulationen. Ja. Wo kommt man an einen Punkt, wo es kritisch wird? Ich meine, wir haben auch schon Spiele über Golfkrieg und was weiß ich, das alles und, Ja. Wir sehen die ganzen SSI-Spiele natürlich hier grafisch immer noch außerordentlich schmalbrüstig. Also hier ich sehe schon einen gewissen Fortschritt. Die Hexfelder sind jetzt schon farbig und da habe ich eine Silhouette eines Flugzeuges. Aber ja, du siehst einen gewissen Fortschritt, ist glaube ich jetzt eine sehr nette Umschreibung. Aber genau. SSI war halt auch einfach nicht dafür bekannt, wunderschöne Grafiken zu zaubern. Genau, sondern das war einfach nicht das taktisch Primäre. Anspruchsvoll, das Ganze. Ach, guck mal, die Diskette mit diesem Aufkleber, ach, das ist so geil. Die haben immer dieses Braun gehabt. Mit diesem Ding. Manchmal auch grau. Dieses hell, so. Ja, so einen hellen Touch, ach, herrlich. So, dann haben wir hier Registrierkarte und die Anleitung. Mhm. Ach, guck mal, diesen Blau auf die. Die haben so ein Corporate Design hatten die schon damals schon, ja. Ja. Also Screenshots sind keine drin, aber hier haben wir eine Karte oder sowas. Da Sinai. Jordanien, Syrien, Libanon, das weiß ich selbst, ja. Israel und besetzte Territorien, Sinai und Ägypten. Und Sinai standen sie ja auch bis dahinter. Mhm. Und das haben sie ja dann zurückgegeben im Austausch zum Frieden. Mhm. Du warst auch in Israel gewesen. Ja. Wo warst du? Ich habe im Schüleraustausch war das war ungefähr hier in Afula, hier ist Jerusalem, Tel Aviv waren wir, Haifa waren wir einmal und dann auch rund, also der Zin natürlich am Toten Meer und hier, das ist der Jordan, also der Fluss Jordan, auch da sehr schön. Mittlerweile, also haben so viel Wasser entnommen, ist halt Wüstengegend, dass das Tote Meer halt absackt, also das ist einfach nur eine Pfütze, also ganz schlimm. Und den Jordan haben sie auch leer gepumpt, ist halt ein Problem. Und ganz unten, das sieht man hier nicht, ins Rote Meer müsste das sein, runter. Und da ist Elat, das ist der unterste Zipfel von Israel. Also das Land, das sieht ja so aus, ganz unten da auch. Und wichtig, was ich erschreckend fand oder spannend fand, ist ungefähr, jetzt wollen wir mal so ein bisschen hier, so ein bisschen Dings wissen, das waren die Golanhöhen, die müssten irgendwo in der Gegend sein. Ja, da oben. Ich vermute mal die dunkelbraunen Püppelchen da. Und das Faszinierende ist,
Für mich hatte sich das früher nie erschlossen, warum die so hart umkämpft sind. Also weil Syrien, Libanon und Israel sind voll heiß auf diesen Huppel, der so groß ist wie der Taunus. Also wirklich so ein, hast so ein Huppel. Weißt du, wo wir hier sitzen, haben sie, ah jo, das Problem ist, drumherum ist es einfach flach, wie die Niederlande. Okay, also von dort aus kannst du quasi überall hinfeuern. Wenn du da ein 30 Kilometer Artilleriegeschütz hinballerst, schießt du alle Hauptstädte der Gegend an. Okay. Alles. Dann und deswegen waren die so heiß auf diese Golanhöhen. Kann man verstehen. Ja. Ja. So, zu dem Konflikt, glaube ich... Entschuldigung, ja, da brauchen wir nicht. Da gehen wir nicht ab. Nee, nichts weiter darauf eingehen. Aber geiles Game hier. Aber mich würde mal interessieren, ob jemand von euch tatsächlich diese SSI-Strategiespiele gespielt hat. Also ich sammle sie ja, wenn ich sie halbwegs günstig bekomme, einfach um auch SSI-Sachen irgendwie mal, um die Sammlung vollständig zu bekommen. Und wir werden sicher irgendwann uns mindestens eins davon mal anschauen. Mhm. Aber ich glaube, das ist nichts fürs... Es wird kein neues Historyline. Dafür ist es ein bisschen zu schwere Kost. Ja. Von wann ist es denn, Dennis, wenn ich das mal hier noch nachschieben möchte? Es ist von... Ich wollte es jetzt... 91. Ja. Aber für 91 war die Grafik auch noch zurückhaltend. Zurückhaltend. Wie sieht es denn aus mit deiner Sammlung? Ist die auf gutem Wege? Oder? Ja, es fehlen noch ein paar. Es ist auf gutem Wege, aber da... Ich muss mal gucken. Es gibt so... Gibt es so ein paar herausragende, die so schweineteuer sind, oder was? Also schweineteuer geht noch. Also es gibt... Also Kampfgruppe fehlt mir noch. Und ich weiß gar nicht, was da so alles genau gibt. Ja. Also ich darf da ja sagen, wenn du so Briefmarken oder so sammelst, da gibt es immer so Alben, wo du einfach gucken kannst, was es alles gab und dann kannst du abstreichen. Ja, also es gibt ja Datenbanken, wo das alles steht. Ja, aber nicht also, als Katalog, weißt du. Kataloge gibt es mehr für Konsolenspiele. Für Homecomputer habe ich das noch nicht gesehen. Tja. Ja. Vielleicht sollten wir mal so einen Katalog rausbringen. Aber das ist wieder das Problem, was schreibst du für einen Preis rein? Wir wollen ja jetzt auch nicht bei Preistreiberei mitmachen. Das ist aber auch wieder verklebt hier. Ich will jetzt auch nicht... Die Schachtel ist, glaube ich, sehr dicht unter der Oberfläche. Ja, so das Messer reinrahmen bis zum Anschlag ist keine gute Lösung. So, also wir haben hier ein weiteres SSI-Game. Ja. Demon's Winter. Diesmal ist es ein Rollenspiel. Und ich glaube, das letzte SSI-Rollenspiel, was mir noch gefehlt hat. Ah, okay. Sagt mir gar nichts, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte auch schon gedacht, ich hätte alle und dann bin ich darüber gestolpert und gesagt, oh, ja, okay, ja, gar nicht. Mhm. Demon's Winter ist aber kein AD&D. When all land is covered by snow and the oceans have turned to blood, it is the coming of Demon's Winter. Demon's Winter is a fantasy role-playing game set in an immense, highly detailed world that promises days of discovery, adventure and excitement. Und das ist sogar grafisch okay, würde ich sagen. Ja, der Drache da ist nicht so unglaublich hässlich, ja, sondern nur... Die Figuren so auf Ultima 4 Niveau oder sowas, kann man mal sagen. Ja. Genau, ist von... Ist so leichter Abriss. Es ist genau abgerissen da, wo es ist, von ja. Wann es ist, ja. Aber, ja, aber das sehen wir jetzt innen drin. Nochmal, also ist auf jeden Fall... Also ich nehme natürlich lieber, wenn die Boxen noch im besseren Zustand sind, aber irgendwo ist halt die Frage, bin ich jetzt bereit, für das Spiel 100 Euro auszugeben oder nehme ich es auch für 20 oder 30 und dann ist halt hinten was abgerissen. Ja. So. Guck mal, das ist aber sogar mehr noch vom Design her als das, was wir eben hatten. Mhm. Was ich mit SSI verbinde. Und vielleicht war das denen ihre Rollenspiel... Möglich. Haptik, nennen wir es mal so. Weil ich habe ja da Eye of the Beholder und so, das ist ja... Curse of the Azure Bonds. Ja. Hier, das hat mal Feuchtigkeit bekommen. Ja. Oh. Ja. Und die Diskette ist auch etwas angeschlagen. Ja, die Feder fehlt. Ja. Ja gut, es ist halt, war jetzt die günstigere Variante, aber sie scheint nicht zugepilzt zu sein. Könnte noch funktionieren. Na ja, gut. Kann man wiederherstellen, ist aber nicht so furchtbar. Also es geht. Ja. No. So, also haben wir das nächste SSI. So, da, hier. Und dann gucken wir mal in das nächste Paket rein. Okay, ist da, wo kommt das her? Deutschland. Okay. So. Hm.
auf. Danke. Okay. So, das habe ich in einem Forum über Forum Kleinanzeigen gekauft. Forum Kleinanzeigen? Genau, in so einem Amiga-Forum beim im A1K-Forum. Da gibt es so einen Kleinanzeigenbereich und da kann man halt. Im sagen, A1K bist du häufiger. Genau. Ja. Ein empfehlenswertes Amiga-Forum. Möchtest du den Zuschauern kurz sagen, was da so zum Beispiel gibt, was dann auch jemand hin möchte? All about Amiga. Also ja, Hardware-Projekte und nette Leute und man wird geholfen, wenn man freundlich ist. Sonst, wenn man da rumpöbelt, dann fliegt man auch schnell wieder raus. Zu Recht. Ja gut, aber die, die uns zugucken, pöbelt keiner rum. Ja, genau. Also, dann, wenn ihr da noch nicht wart, dann schaut doch mal rein. Sehr coole Community. So, und da habe ich hier... Genau, für die Psygnosis-Sammlung. Psygnosis Presents. Nitro. Nitro ist ein... Autofahrspiel-Ding. Top-Down, das hat was mit Autos zu tun, genau. Ein Top-Down... Autorennspiel. Was heißt Top-Down? So, also du siehst die Autos von oben. Die Draufsicht heißt das, glaube ich, im Deutschen. Draufsicht, genau. Top-Down. Ja, Top-Down ist bei mir immer, er fährt runter. Ach so, okay. Deswegen, Bottom-Up ist, das Flugzeug fliegt nach oben. Wie zum Beispiel, wie war das mit dem Panzer-Dingsi, was ich so liebe, das Spiel? Ach, was ich vergessen habe, was du gekauft hast, wo ich so begeistert war. In diesem Einschieber, das fällt mir noch ein. Also jedenfalls, wähle ein Auto, ergreife das Lenkrad und dann los. Mit Vollgas durch Städte, Wüsten und Wälder und Länder. In 30 anstrengenden Rennen, Tag und Nacht, wie ein Verrückter dem Ziel entgegen. Fahre gegen den Rechner oder gegen deine Freunde. Schau in den Laden, um deine Maschine zu tunen und zu reparieren. Genau, sah sehr abwechslungsreich aus. Ich habe mir ein Video angeguckt. Also diese Art der Grafik kommt mir auch sehr bekannt vor. Ja, also die Screenshots geben ihm, glaube ich, werden ihm nicht gerecht, weil es gerade eben durch flottes Scrolling und Goodies und hier so mit Nacht und Licht und so weiter ist das, glaube ich, ganz, ganz cool. Hm? So. Cover sowieso immer stylisch. Und wir haben drin die Anleitung und die Diskette, was halt so da reingehört. Mhm. Ja. Anleitung auch das Standard Psygnosis-Format. Aber auch Bilder sind, glaube ich, keine. Ja. Ja. Nachtrennen, Fußgänger. Eher puritanisch, das Handbuch. Im Normalfall spendet ein Fahrer, der einen Fußgänger überrollt, aus seinem Geldbeutel. Hm. Auf einigen Strecken werden jedoch auch Punkte vergeben. Okay. Mhm. Jetzt habe ich eben schon. Guck mal, ob was drunter ist. Mach doch mal die Anleitung bitte wieder in die. Soll ich die in die Hülle tun? Die Hülle da, ja. Seit wann das denn? Na, die Kiste ist ein bisschen verbeult. Muss man mal nachbügeln. Sagen, ich dachte, damit kann ich dich. So. Bäm! So, das Ding ist jetzt so. Ist jetzt drin. So, und außerdem noch mit dabei, das habe ich noch netterweise als Dreingabe bekommen. Achso, das war gar nicht so Konvolut-Auswahl-Dingsi-technisch, sondern... Nee, doch, ich habe zwei Sachen haben wollen, das und das andere. Und das andere hat er mir als Dreingabe dann noch mit dazugegeben. Ah, okay. Nämlich Flight Simulator 2. Mm. Und... Da gibt es nämlich auch ein World War One Ace Aerial Battle Game. Ah. Also, ich hatte festgestellt, ich sammle ja, History Line, Erster Weltkrieg und so weiter, ich sammle ja Amiga-Spiele, die im Ersten Weltkrieg zu tun haben und das fehlte mir noch. Weil ich gar nicht wusste, weil es mir nicht bewusst war, aber dann habe ich das herausgefunden. Und wir hatten irgendwann mal so eine Szenerie-Disc ausgepackt für Flugsimulatoren von Sublogic. Mhm. Und habe festgestellt, es gibt mehrere Flugsimulatoren, wo man diese Streckenkarten quasi verwenden kann. Unter anderem auch in dem hier. Ja, und schauen wir mal drauf hier. So sieht Screenshots, so sieht das ungefähr aus.
Flight Simulator Scenery Disc Compatible. Genau, diese Szeneriedisken. Von 1986, also ja, sehr ist früher. Ist auch. Braucht immerhin 512 Kilobyte und Maus. Also man fliegt das Ding mit der Maus. Okay. Interessant. Ja gut, das war noch nicht die Zeit von Tastatur und Maus, ne? Das kam ja, erst die später. Tastatur wird man bestimmt auch... ja, aber weißt du, mit WASD und so, das hat sich ja alles erst viel später entwickelt. Und das ist die deutsche Version von Flugsimulator 2. Für Amiga. Hier haben wir noch eine Kopie. Dann hat das könnte eine Streckendiskette sein. Ne, ich glaube, es ist einfach eine Spielkopie, eine Kopierschutz. Okay. Einfach eine Sicherheitskopie. So, hier haben wir Flugkarten, Los Angeles Area Chart. Ich habe hier San Francisco. Ja. Fresco. Ich finde ja faszinierend, wie viel man aus irgendwelchen Serien lernt, welche Städte da drumherum sind. Mhm. Darf ich das nur mal kurz so? Fresno hier, natürlich hier. Aber was habe ich eben gelesen? Fairchild International, Ellington. Also das ist auch, Flugsimulator ist, glaube ich, auch so genannt. Man muss sich da mit beschäftigen. Richtig reinfuchsen, ja, das hat ist schon. Hier dickes Handbuch. Da, ich wusste doch. Sausalito, San Jose, Oakland. Ist es nicht Sausalito? Schreibt mir wie Sausage. Genau. Ja, also Sausalito. Und ausführliches Handbuch. Hier ist sogar so eine Art Screenshot. Ich glaub, okay. Das ist sogar ein Screenshot. Also aber es grafisch ist bundig, oder? Es ist also das Handbuch ist nicht... Nee, das Handbuch nicht, aber das Spiel ist farbig. Genau, hier haben wir noch Positionsbestimmung. Ach, guck hier, da, siehst du? Da, weil wir gerade darüber geredet haben, Tastatur, du mit dem Zahlenblock fliegst du. Ja, und du kannst hier auch gieren und so weiter. Also es ist wohl schon ziemlich komplex, das Ganze. Mhm. Ja. Ein echter Flugsimulator, sehr gut. Pass auf, das ist ein bisschen eingeknickt da. Ja. Gut. So, ja, die Kiste müsste man auch mal bügeln quasi irgendwie. Oder? Einmal sanft feucht machen, irgendwas reinstopfen und dann hoffen, dass es sich wieder ausbeult. Ja, gucken wir mal. Gleich habe ich es. Ja. Nach folgenden Sendungen verzögern sich um eine Schachtellänge. So. Ja. Zwei Kistchen haben wir noch. Ah, jetzt kommt die Schraubenkiste. Nee, die Schraubenkiste ist die andere. Nein, das, ja, das ist die Rohrschelle. Das ist die Rohrschellenkiste, aber Wirt ist bekannt für Schrauben. Ja, ich gehe im Baumarkt und kaufe was auch immer da. Ich habe mich nicht so intensiv. Du bist ja hier mehr so der Baumarktexperte. Also Wirt kennt man. Aber Wirt gehst du auch nicht so einfach in den Baumarkt. Wirt haben eigene Shops und die sind auch für Normalsterbliche nicht zugelassen. Also brauchst ein Business. Okay. Ja. Aber haben dafür auch schraubentechnisch jeden Scheiß. Oder sagen wir mal, ich finde nur sagen Schrauben, aber ihr wisst ja was. Also so das, was da so drumherum ist. Rohrschellen gibt es ja jetzt auch. Offensichtlich. Und sie haben da wirklich eine große Auswahl und sind stolz darauf oder ihr Markeninhalt ist High Quality. Okay. So, so geht's auf. Das ist eine coole Kiste, wenn ich dir das mal so sagen darf. Die ist mal stabil. Was auch immer da drin ist, Dennis. Es ist High Security Package. Stabil. Das gekauft oder Forum oder? Das war aus einer Facebook-Gruppe, glaube ich. Du hast echt deine Finger überall drin, ja? Ja, natürlich. Man muss ja als Sammler muss mal gucken, wo man. Jetzt mach ich es mal vom Körper weg. Ja, ist aber du hast auch nicht. Die Schachtel wirklich so eine 2 mm dicke Folie und du nimmst. Zack. So. Also, es sind zwei Sachen drin. Wir fangen mal mit dem ersten an. Es ist Whale's Voyage. Mm. Hast du das schon mal gesehen, gespielt? Ist ein Klassiker, selbst gespielt, nicht gesehen, ja. Ja, und ist ein Science-Fiction-Rollenspiel. Genau, Whale ist das Raumschiff, glaube ich. Ja. Die Amiga 500-Version, oft Disk Copy Protection, bereiten sie sich auf eine fantastische Reise in die Tiefen des unergründlichen Weltalls vor. Und durchlaufen sie unglaubliche Karrieren vom genetischen Abfallprodukt zum
Top-Unternehmer, trotzdem mit ihrer Crew der Übermacht eines totalitären Beamtensystems in der brutalen Welt des 24. Jahrhunderts und erleben sie, was Freiheit bedeutet. Genau, mit 26 Soundtracks, animierte Grafiken, Rollenspiel, Handelssimulation und Strategie mit actiongeladenen Kampfsequenzen. Boah, an die kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern, aber an die Handelsgeschichten und so, da erinnere ich mich noch, ja. Ja, die Screenshots sind natürlich hier wieder Marke Briefmarke. Aber die Grafik war damals schon ziemlich gut. Aber das Spiel halt Klassiker und sehr anspruchsvoll teilweise. Sogar hier der Kassenzettel dabei, was das mal gekostet hat. Das war beim Karstadt für 89,95. Oh, habe ich gar nicht so schlecht geschätzt. Da sind wieder nur so Einzelteile. Die Icons, ja. So richtige Screenshots. Gibt's da, nicht. Nee, leider nichts, nee. Also, müssen wir uns mal mit. Wir können nichts zeigen, aber es ist ein cooles Spiel, ja, glaube ich. Also, das ist schon, aber auch. Und ein schöner Stapel Disketten mit dabei. Nach 10 Minuten kannst du da noch nichts zeigen, Dennis. Da musst du auch schon ein bisschen. Muss man etwas länger spielen. Butter bei die Fische geben, ja. So, und dann ist hier noch mit drin. Was ist denn noch in der ominösen Tüte? Genau, das ist jetzt. Ich erinnere mich gerade, wir machen jetzt mal einen kurzen Exkurs. Dann lehne ich mich mal zurück. Wohin exkursieren wir denn? Wir müssen die Amiga-Welt mal kurz verlassen, aber es war halt in einem Pack mit dabei. Eine Ergänzung für die Sierra-Sammlung, nämlich King's Quest 7. Ah! Für was für eine Plattform? PC. King's Quest, er aber schon rum dann. King's Quest 6 war das letzte, was es für ein Amiga gab. King's Quest 7 leider nicht. Mhm. Deswegen musste ich jetzt halt die PC-Version nehmen. Und war da günstig im Angebot mit dabei. Mhm. Genau, King's Quest 7 ist tatsächlich das erste King's Quest, was ich gespielt habe. Okay. Ich habe das damals auf so einer Bestseller Games CD gekauft und habe es auch durchgespielt. Ah, okay. Ist auch das einzige King's Quest, was ich bislang durchgespielt habe, King's Quest 7. War es denn dann gut oder war es einfach schaffbar? Es gibt ja so Spiele, also die du so vor dich hindaddelst und welche, die du echt gut findest. Es hat mir gefallen. Mhm. Ich habe es auch durchbekommen. Ich weiß nicht, ob ich in der Lösung gucken musste. Ich glaube, punktuell. Es war einfacher als die anfänglichen, die halt Roberta Williams hat, die ja besonders absurd schwer gemacht, damit man da Wochen und Monate lang dran rumbeißt. Und das war jetzt besser zugänglich, hat auch Videosequenzen, Cartoon-Grafik und sowas gehabt. Es beginnt sogar, also es geht um Prinzessin Rosella, die Tochter von König Graham, die jetzt heiraten soll und sie hat aber auch gar keinen Bock drauf. Irgendwie ist das immer so. Ja, kein Bock auf heiraten. Verheiratest du irgendwelche Frauen und die wollen nie verheiratet werden. Unglaublich. Komplett in Deutsch. The Princess Bride. Sogar aus der TV-Werbung. Gab es TV-Werbung dazu auf CD. Und was sich mir eingebrannt hat, ist, das Spiel beginnt nämlich mit einem, also es gibt ein animiertes Intro und es beginnt mit Gesang. Und zwar gibt es, Rosella singt. Und zwar, ich habe ja gelernt, es ist so eine Art Musical. Okay. In einem Musical gibt es zwei Arten von Gesangsstücken. Es gibt den I Want Song. Und es gibt den I Am Song. Und wenn ein Charakter einen I Want Song, das will ich machen, das will ich erreichen. Ja. Und sie singt eben davon, sie will hier Abenteuer erleben und auf das Brautsein hat sie keinen Bock und guckt dabei ins Wasser auch. Und es ist in jedem Disney-Film, wenn eine Prinzessin ins Wasser guckt, wird ihr klar, was sie eigentlich will. Das haben sie bei. Dass du so tiefgründig alles da weißt, das ist unglaublich. Ja, da haben sie bei Ralf Reichts 2 Chaos im Netz haben die das angesprochen, weil da sind die nämlich im Internet und sind bei den Disney-Prinzessinnen und die Penelope, eine Hauptfigur, sagen, du musst an das Wasser. Wenn du rausfinden willst, was du eigentlich, du musst ans Wasser. Und dann kommt ihr an so eine Pfütze und fängt dann an, auch ihren I Want-Song. Genau, I Want ist nämlich, das sind die Guten, das sind die Hauptcharaktere, die dem Zuschauer sagen, vermitteln wollen, was sie eigentlich wollen, was sie erreichen wollen. Und die Bösewichte, die singen den I Am-Song.
ich bin hier der Tollste. Okay. Das heißt, wenn bei einem Musical oder bei Disney-Filmen sind oft so ein bisschen musical-mäßig aufgemacht, kann man sagen, König der Löwen, Simba, I want to be king. Mhm. I just can't wait to be king. Mhm. Das ist der Haupt, der Gute, der Hauptcharakter, mhm. weil er den I want-Song singt. Mhm. Ja. Genau, also wieder das hat sich bei mir eingebrannt bei King's Quest 7. Diese, singt diese Rosella da. Singt die Rosella am Anfang. Ja. Rosella ist ein geiler Name. Eine unvergessliche Reise, zeitloses Vergnügen, ein zauberhaftes Abenteuer, das du liebgewinnen wirst. Von Roberta Williams. Genau. Bestseller-Autorin, siebte Teil. Mit wunderbare, trickfilmartige Adventure. Und das hat dir noch gefehlt. Genau, ich hatte es halt nur auf dieser Bestseller Games, aber in Schachtel hat es mir gefehlt. So, innen drin lässt jetzt ein bisschen nach. Da haben wir hier das Inlay. Ja, nicht viel drin. Und CD. Spielekatalog. Aces of the Deep, Aces over Mountains, Flugsimulatoren, Dark Kings Quest. Roger Wilco. Space Quest 6. Genau. Habe ich auch noch nicht die Originaledition. Ich habe nur die Neuauflage quasi. Mhm. White Label oder wie auch immer die Edition hieß. Torrent's Passage habe ich. Auch ein anderes Zeichentrick. Adventure von Sierra, von Aldove sogar. Ah, okay. Larry Collection. Die haben ja alle. Police Quest. Fehlen mir noch so die ein oder anderen. Gabriel Knight 2 habe ich. Phantasmagoria. Hast du auch? Genau. Also da sieht es schon... Bei den Adventures, Sierra Adventures, sieht es bei mir schon relativ gut aus. Genau, und King's Quest 7 hatte eben noch gefehlt. Hm? So, soweit der PC-Exkurs. Ja. So, und dann geht's weiter mit der letzten Kiste. Ja. Und da sind nochmal Amiga-Sachen drin. Ja. Glaube ich. Und das waren jetzt die mit den Schrumpfschläuchen, oder was war das? Ja, weiß keine mehr, was es war. Doch, es können Schrumpfschläuche gewesen sein. Ist egal. Dennis, mach die Kiste kalt. Genau. Ist auf jeden Fall... Kruschel, 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 kruschel. Füllmaterial, Füllmaterial, Füllmaterial. Ah, es ist kein Game. Es Oh, 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 falsch es ist, angeteasert. Ai, aber es ist Amiga. Ja. Es ist Amiga. Ui, ui, ui. Es ist nämlich ein Stück Amiga-Hardware. Da habe ich lange überlegt, ob ich mir das ersteigere. Ich habe die Auktion gefühlt 2 Jahre lang beobachtet. Oder? Eine Space-Taste. Eine Space-Taste, so ähnlich. Es ist eine Erweiterungskarte für Big Box Amigas. Ich brauche nochmal das Messer. Habe ich denn das Messer hingelegt? Eben hatte ich weiß ich nicht, du willst mit dem Messer in dem Amiga rumschnippeln. So, hier die Folie abmachen. Direkt über die Kondensatoren. Ich guck lieber nicht hin. Ich guck nicht hin. Vor allem vorher mit den Worten, ich habe lange drüber nachgedacht und jetzt schnippelt er mit der Ei. Ja, so teuer war es nicht. Ich habe 30 Euro, glaube ich, dafür bezahlt. Ja, aber du hast eben gesagt, du hast ewig keinen drüber nachgedacht. Warum? Ja, weil braucht man es oder nicht und nehme ich es oder nehme ich es nicht. Ich dachte, das Hobby wäre, weil ich es kann. Genau, deswegen habe ich es ja dann auch genommen. Ach so, okay. Und was, du hast jetzt eben gesagt, es ist eine Karte. Was für eine Karte? Das ist eine Erweiterungskarte für... Ja. Big Box Amigas habe ich jetzt auch ich verstanden. Genau, ja. Ich wollte es doch erst auspacken, dann kannst du selber raten, was es ist. Ach so, so wie du es auspackst, kann danach keiner mehr raten, was es mal war. So, also, eine Zorro-Karte und... Zorro ist ein Zwerg. Nee, Zorro ist einfach der, wenn ich PCI-Karte sage, das ist der Slot. Erweiterungsport für einen Amiga. Du musst ja auch so ein bisschen mitarbeiten, Dennis. Genau. So, jetzt guck dir das mal an und rate, was es ist. Ja, das sind Netzwerk. Nee. Stöpsel, oder? Nee, ist nicht RJ, Dingsy, Bumsy, Twisted Pair und Gott weiß was alles? Das ist nicht Netzwerk, das ist das andere. Es ist eine ISDN-Karte, der ISDN-Master. War aber dicht dran. Genau. Ich hab ja immer noch es nicht aufgegeben, ob wir vielleicht doch mal eine Mailbox machen. Und nachdem ich ja gelernt habe, dass Analogmodems über Voice-over-IP-Netz nicht mehr richtig funktionieren, habe ich gedacht, naja, dann nehme halt ISDN. Das müsste eigentlich noch funktionieren. ISDN-Modems. Mhm. Genau, deswegen habe ich gedacht, nehme die mal.
Und wie gesagt, war jetzt vom Preis überschaubar. Und dann habe ich mir gesagt, ja, komm, nehmen wir es. Und die hatten Netzwerk-Restart-Button oder was? Das ist ein Kippschalter. Der kann dazu umschalten zwischen dem einen und dem anderen. Keine Ahnung, wofür das ist. Ist das ein Schalter? Ich weiß, dass er nicht die ganze Zeit am Netz ist oder was? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Nee, es ist auch kein Schalter. Ich muss nachgucken, was das für ein Bauteil hier ist. Schon mal die verschiedenen... Oder hat das nur jemand da rein... Ich auch guck mal vorne hin, hat das vielleicht nur jemand da reingestopft? Ist das das Richtige? Ist das Original? So. Ist ja hier auch festgeschraubt. Ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Also hier haben wir noch... Da ist Audio Out. Also da kannst du quasi den Ton mitschneiden. Mhm. Und da kannst du, glaube ich, einen Telefonhörer anschließen und kannst damit telefonieren. Über ISDN. Cool. Ja, kannst du... Amiga als Telefon. Ne? Also, wer braucht USB? Ich habe Amiga. Genau. Ja. Ja, das ist sogar wer, ich meine, das geht alles. So, also wir haben den Flight Simulator, ja. Das Deluxe Paint 4, ja. Whale's Voyage mit dem Amiga Jahrbuch, dann ISDN-Karte, King's Quest 7, Nitro von Psygnosis und einmal SSI Rollenspiel und SSI Strategiespiel, so heißt das. Genau. Hagen, für dich Highlight? Also was natürlich richtig gut war, war Whale's Voyage, was aber natürlich auch die SSIs sind einfach cool. Also rein vom, das ist wie wenn du sagst, Lucasfilm Games. Das ist einfach, egal was es für eine ist, das ist einfach per se geil. Genau. Ja, bei mir, ich kann mich echt nicht entscheiden. Deep Paint 4, das finde ich großartig. King's Quest 7, habe ich eben auch schöne Erinnerungen dran. Genau, SSI, also ich finde ganz viele schöne Sachen dabei. Dann euer Highlight, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Ja, und ihr könnt bei SSI Strategie spielen, ihr könnt ja mal schreiben, was da noch gibt, was uns vielleicht noch fehlen könnte. Ja. Und ich hatte es ja vorhin gesagt, mich interessiert es, hat irgendjemand von euch ernsthaft das gespielt? Und kann da mal aus, also nicht nur mal reingeladen, sondern wirklich gespielt und uns mal was darüber erzählen, wie das denn dann so ist. So, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Macht's gut. Ad Astra.